بسم الله الرحمن الرحيم. Der Koran. Arabisch El-Koran, was Rezitation oder Lesung bedeutet, ist das zentrale Buch des Islam, einer Religion mit über 1 Milliarde Anhänger weltweit. Für die Muslime enthält der Koran das geschriebene Wort Gottes, das dem Propheten Mohammed in den Jahren 610 bis 632 christlicher Zeitrechnung in den saudi-arabischen Städten Mekka und Medina offenbart wurde. Die Offenbarung besteht aus zahlreichen kurzen Texteinheiten, über 6000 dieser sogenannten Verse. Sie sind auf 114 Kapitel verteilt, die Suren. Die Suren sind mit einer Überschrift versehen, haben eine unterschiedliche Länge und sind akkurat angeordnet, von den längsten zu Beginn bis zu den kürzesten am Ende. Der muslimischen Tradition zufolge ist Gott selbst der Hüter des Korans, was bedeutet, dass es Zeit seines Bestehens nur eine einzige Fassung des Korantextes gibt, 14 Jahrhunderte hindurch unverändert. Eine der besten Beweise, die wir haben, ist, dass alle Korane auf der ganzen Welt miteinander übereinstimmen. Der Koran, den wir in Marokko lesen, ist dem Koran gleich, der in China gelesen wird. Und der auch in Saudi-Arabien gelesen wird, den wir hier heute in Europa lesen oder der in Südafrika gelesen wird. Egal wo du hingehst, egal in welche Himmelsrichtung du gehst, es ist immer derselbe Koran. Das Dogma des unveränderlichen Korans, einer Säule der muslimischen Tradition, sollte eines Tages dennoch in Frage gestellt werden. Von europäischen Wissenschaftlern, die eine überraschende Entdeckung machten. ...1972 stürzt das Dach der großen Moschee von Sana ein, der ältesten der Stadt, und enthüllt eine Art Geheimversteck, in dem Tausende von Pergamenten jahrhundertelang verborgen lagen. Der italienische Archäologe Paolo Costa ist bei der Entdeckung vor Ort und informiert die jemenitischen Behörden. Er hat den Verdacht, dass es sich um Fragmente alter Koranverschriftungen handelt. Ein Team europäischer Wissenschaftler nimmt eine Radiokohlenstoffdatierung vor und bestätigt, diese Fragmente stammen aus dem 1. Jahrhundert des Islam, um das Jahr 680 christlicher Zeitrechnung. Es sind die ältesten bekannten Koranhandschriften der Welt. Die Schrift ist sehr rudimentär und besteht aus einem einfachen Gerüst von Konsonanten. Die europäischen Wissenschaftler sehen darin eine Quelle von unschätzbarem Wert, aus der sie mehr über das Heilige Buch des Islam und seine Geschichte erfahren können. Dieses Material wird gerade untersucht. Wir haben daraus bereits neue Informationen über die Weitergabe des Korantextes in den Anfangszeiten des Islam gewonnen.
Zum ersten Mal wurde nun eine Handschrift gefunden, die eine andere Reihenfolge der Suren aufweist als die kanonisch gültige. Die Suren sind anders angeordnet. Zudem gibt es Palimpseste, Fragmente, bei denen der ursprüngliche Text entfernt und durch einen neuen ersetzt wurde. Und es finden sich fremde, nicht-arabische Worte. Im Klartext heißt das, es gibt erhebliche Unterschiede zu dem Koran, den wir heute kennen. Der Koran muss also, wie alle anderen heiligen Bücher, eine Geschichte haben. In den ersten 100 Jahren des Islam hat der Korantext, seine Verschriftung, seine Anordnung, sich augenscheinlich immer weiterentwickelt. Der Ausdehnung dieser neuen Religion entsprechend, den Eroberungen neuer Landstriche, dem Aufkommen konkurrierender Fassungen, den Machtspielen in Religion und Politik. Zwischen islamischer Tradition und wissenschaftlicher Analyse wird nun eine Geschichte der Ursprünge geschrieben, die die europäischen Forscher und die Muslime zum Dialog auffordert. Ferit Heyder studiert Arabistik an der Freien Universität Berlin. Als Imam ist er Bewahrer und Vermittler der muslimischen Tradition, wie sie an der Al-Azhar-Universität in Kairo weitergegeben wird, der Hochburg islamischer Gelehrsamkeit. In der Moschee versammeln sich Studenten aus aller Welt, führen theologische Diskussionen, lernen und rezitieren den Koran. Ein immerwährendes Echo der Offenbarung an den Propheten Mohammed zu Beginn des 7. Jahrhunderts. In jenen Tagen war Arabien eine endlos weite Wüste, durch die Nomaden mit ihren Karawanen zogen. Die Oase Mekka beherbergte die Kaaba, ein Heiligtum, in dem noch vielerlei Götter angebetet wurden, Götzenbilder aus Stein. Dabei verbreiteten jüdische und christliche Stämme, die in Arabien beheimatet waren, bereits seit langem die Vorstellung vom Glauben an einen einzigen Gott. Unter den Bewohnern Mekkas gab es einen außergewöhnlichen Mann. Er hieß Mohammed. Der knapp 40-jährige Karawanenhändler hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, alleine in einer Höhle zu meditieren. Dort erlebte er im Jahr 610 seine erste Offenbarung. Ein Mann erschien ihm. Der Mann ging auf ihn zu und sagte zu ihm, Iqra, lies im Namen deines Herrn, der erschuf. Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaq al-insana min alaq, den Menschen erschuf. Aus einem Anhängsel. Iqra wa rabbuka al-akram. Lies. Und dein Herr ist der Edelste. Allama al-insana bil-qalam. Er lehrte den Menschen mit dem Schreibrohr. Allama al-insana ma lam ya'lam. Er lehrte den Menschen, was er nicht wusste. Dieser Mann, den der Prophet Mohammed sah, ist Gabriel gewesen. Der Erzengel Gabriel, an den auch die Christen und die Juden glauben. Diese fünf Verse sind die ersten, die Mohammed offenbart wurden. Diese Offenbarung, von A bis Z im Koran niedergeschrieben, zielt vor allem darauf ab, dass es nur einen Gott gibt. Und Mohammed ist, nach Abraham, Moses und Jesus, sein letzter Prophet, sein Botschafter. Doch sie thematisiert auch Dinge wie den Gehorsam Gott gegenüber, die Belohnung der Gläubigen oder das jüngste Gericht. Und schließlich verkündet sie die Ankunft einer neuen Gemeinschaft, die der Muslime, und legt ihre Regeln und Gesetze fest, was religiöse Rituale, Ordnung der Gesellschaft und Politik anbelangt. Wenn Mohammed eine Offenbarung empfangen hatte, erzählte er seiner Frau Khadija davon, dann seinem Vetter Ali, und seinen engen Freunden, die später den ersten Kreis seiner Getreuen bildeten, die Gefährten.
Gemeinsam lernten sie jede der Offenbarungen, die der Prophet empfing, auswendig, rezitierten sie unermüdlich, um nichts zu vergessen. Heute ist Mekka der heiligste Ort des Islam und die Kaaba zieht Jahr für Jahr Millionen muslimischer Pilger an. Zu Zeiten des Propheten war dem allerdings nicht so. Zunächst zeigten die Mekkaner sich den Verkündigungen Mohammeds gegenüber noch gleichgültig. Als der Prophet sie jedoch ermahnte, vom heidnischen Götzenkult abzulassen, wandten sie sich gegen ihn. Mohammed sah sich gezwungen, Mekka zu verlassen. In Medina, einer Oase, in der viele zum Judentum bekehrte Araber lebten, ließ der Prophet sich schließlich 622 nieder, zusammen mit seinen ersten Getreuen, darunter Abu Bakr, Omar, Osman und sein Vetter Ali. Medina wurde zur heiligen Hauptstadt des ersten islamischen Staates. Einer neuen Gemeinschaft vorstehend, ausgestattet mit einem starken Heer, machte der Prophet Mohammed sich auf, neue Gebiete zu erobern. Der Prophet stirbt im Jahre 632. Zum Zeitpunkt seines Todes hatte sich beinahe die gesamte arabische Halbinsel dem monotheistischen Glauben des Islam angeschlossen. Doch der Prophet hatte nichts über seine Nachfolger verlauten lassen. Seine vier Gefährten kamen zusammen und Abu Bakr wurde zum ersten Kalifen bestimmt. Auch Ali erhob aufgrund seiner Blutsbande mit dem Propheten Anspruch auf die Nachfolge, doch das Kalifat wurde ihm verweigert. Diese erste Uneinigkeit spaltet die Muslime zwei Jahrhunderte darauf in zwei Teile. Die Sunniten, die inzwischen die Mehrheit der Muslime in der Welt stellen, stehen auf der Seite der Kalifenlinie Abu Bakr, Omar und Osman. Die Schiiten auf Seiten Alis. Wer kam nun nach dem Tod des Propheten auf den Gedanken, den Koran niederzuschreiben? Wer machte aus den Offenbarungen ein Buch? Und mit welcher Absicht? Aus rein religiösen Gründen oder bereits aus politischen? Und inwiefern war die Niederschrift des Wortes Gottes vom Menschen beeinflusst? François Desroches ist ein international anerkannter Fachmann für die Geschichte arabischer Handschriften. In der französischen Nationalbibliothek, die eine der bedeutendsten Sammlungen alter Handschriften beherbergt, befasst er sich derzeit mit Koranschriften aus Damaskus und Kairo. Als Paläograph und Kodikologe unterzieht er sie einer zweifachen Analyse, sowohl im Hinblick auf die Geschichte des Schreibens als auch der Kodizes, der ältesten Form gebundener Bücher. In den Anfängen des Islam war die Verschriftung des Korans den muslimischen Gemeinschaften ein ungeheuer wichtiges Anliegen. Offenbar wollten sie ein Versprechen wahr werden lassen, das im Korantext enthalten ist. Die Verheißung eines Kitab, eines Buchs, dem Gestalt verliehen wird. Es sieht wirklich so aus, als sei durch die Niederschrift des Korantextes ein Bedürfnis in die Tat umgesetzt worden. Die muslimische Gemeinschaft wollte eine Schrift haben, nach dem Vorbild der Juden und Christen, die Leute des Buches waren, Ahl al-Kitab. Das arabische Manuskript 328 ist eines der ältesten Exemplare des Korans, die wir heute kennen. Auf Pergament aus Schafshaut geschrieben, wird es auf die zweite Hälfte des 7. Jahrhunderts datiert. Während Napoleons Ägyptenfeldzug Ende des 18. Jahrhunderts wurde die Handschrift in der Amr-Moschee in Fustat, heute ein Stadtteil Kairos, entdeckt. Sie besteht aus Pergamentfragmenten, die von verschiedenen Kopisten beschrieben wurden und enthält etwa die Hälfte des gesamten Korantextes. Neben jenen in der französischen Nationalbibliothek sind weitere Fragmente in der russischen Nationalbibliothek in St. Petersburg,
in der Vatikanischen Apostolischen Bibliothek zu Rom und in einer Londoner Privatsammlung aufbewahrt. Das Manuskript ist ganz besonders interessant, weil es veranschaulicht, wie der Korantext damals weitergegeben wurde. Vor allem wird deutlich, dass es recht verbreitet war, den heiligen Text von mehreren Kopisten schreiben zu lassen. Dass der Text aus verschiedenen Federn stammt, wissen wir, weil die Schriftbilder sehr charakteristisch sind. Neben diesem Schreiber, der sicherlich den bedeutendsten Anteil am Manuskript hat, sehen wir noch einen weiteren Kopisten, dessen Schriftbild sehr viel feiner ist. Es ist eine Hijaz-Schrift, benannt nach der arabischen Region Al-Hijaz, in der Mekka und Medina liegen. Sie gehört zu den ältesten Verschriftungen der arabischen Sprache und besteht lediglich aus einem Konsonantengerüst, was das Lesen sehr erschwert. Es gab keine oder nur wenige Zeichen, anhand derer man identische Konsonanten erkennen kann. Und auch die kurzen Vokale sind nicht notiert. Die Suren waren nicht durch eine Überschrift gekennzeichnet, sondern wurden lediglich durch einen kleinen Zwischenraum voneinander getrennt. Im Gegensatz zum modernen Koran, dessen Zeichensetzung und Anordnung keinerlei Möglichkeit für Ungenauigkeiten lässt, konnten die ersten Koranhandschriften in dieser rudimentären, sogenannten Defektivschrift, sehr wohl zu Fehlern beim Lesen, wenn nicht gar zu abweichenden Auslegungen des Heiligen Textes führen. Aber bestand dieses Risiko für das Wort Gottes bei den ersten Muslimen überhaupt? Wir wissen, dass die Schrift im alten Arabien, also im Arabien des 7. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung, hauptsächlich als Gedächtnisstütze verwendet wurde. Ein Manuskript wurde nicht als eigenständiger Text herangezogen, sondern als Hilfe. Der Benutzer konnte so Stellen des auswendig gelernten Textes nachlesen, wenn sein Gedächtnis ihn im Stich ließ. So erklären zumindest zahlreiche Experten die Anfänge der Notierung etwa bei der arabischen Dichtung. Auch hier existierten Gedächtnisstützen, die nicht dazu gedacht waren, als Bücher gelesen zu werden, sondern eher als Notizen. Beim Koran scheint es genauso gewesen zu sein. Beim Kopieren eines Textes, wie ich ihn hier vorliegen habe, versuchte man vor allem, eine Orientierungshilfe anzufertigen, um sich Textstellen wieder in Erinnerung zu rufen. Wenngleich sie nur eine Gedächtnisstütze darstellte und zahlreiche orthografische Unzulänglichkeiten aufweist, zeigt die Niederschrift der koranischen Offenbarung, wie sehr die ersten Muslime darauf vertrauten, dass ein Buch die koranische Offenbarung bewahren konnte. Nun musste diesem Buch, selbst in seiner einfachen Grundform, ein zentraler, einzigartiger Status verliehen werden, kurz der Status eines kanonischen Textes. Dieser Aufgabe widmete sich Kalif Osman, der dritte Nachfolger des Propheten Mohammed, dessen Berichte von der muslimischen Tradition Maßstäbe setzten. Zu Zeiten des Kalifen Osman dehnte sich das Islamische Reich beträchtlich aus. Nach Norden in die Provinzen von Scham hinein, im heutigen Syrien, nach Osten bis nach Persien und nach Westen bis Ägypten. Diese Eroberungen brachten dem Reich neue Völker, die zwar zum Islam bekehrt waren, jedoch nicht die arabische Sprache beherrschten. Und aus diesem Grund kam es unter den Muslimen, insbesondere an Orten, die weit abgelegen waren von Mekka und Medina, von den Geburtsstätten des Islam, zu Meinungsverschiedenheiten in Bezug auf die richtige Leseart des Korans. Und die Muslime begannen sich zu streiten. Insbesondere auch bei den beiden Schlachten gegen Armenien und Aserbaidschan. Und einer der wichtigen Gefährten des Propheten Mohammed, Friede und Heil sein, auf ihn mit dem Namen Hudhayfa ibn al-Yaman, war bei diesen Schlachten zugegen gewesen. Und als er zurückkam und diese Konflikte zwischen den Muslimen gesehen hatte, ging er schnurstracks zu
Omar ibn, zu Uthman ibn Affan, der zu dieser Zeit der Kalif gewesen ist. Und er sagte zu Uthman ibn Affan, O Uthman, rette diese Umma, rette diese Gemeinschaft, bevor sie sich spalten werden und streiten werden über ihr Buch, wie es schon zuvor die Juden und die Christen getan haben. Und Uthman ibn Affan nahm diese Warnung sehr, sehr ernst und ließ aus diesem Grunde eine Kommission einberufen, welche mehrere Abschriften des Korans machen sollte. Von Medina aus wurden die Abschriften in die wichtigsten Städte des muslimischen Reiches gesandt: Mekka, Basra, Kufa, Damaskus und Kairo. Auf diese Weise setzte Kalif Osman seine offizielle Version durch, die in der muslimischen Tradition als Vulgata des Osman gilt, die kanonische Fassung des Korantextes, die noch heute maßgebend ist. Doch die Durchsetzung dieser Vulgata ließ sich nur durch despotische Maßnahmen erreichen. Im Reich existierten andere Versionen des koranischen Textes, die mit ihr um Gültigkeit stritten und eine unterschiedliche Anzahl von Versen oder eine abweichende Anordnung der Suren aufwiesen. Die bekanntesten Versionen waren die von Ali, dem Vetter des Propheten Mohammed. Nach schiitischer Tradition zählten sie dreimal so viele koranische Offenbarungen wie die Vulgata des Osman und die von Ibn Mas'ud, einem weiteren Gefährten des Propheten. Osman verbot diese Fassungen und befahl, sie zu vernichten. Ibn Mas'ud wollte sich dem nicht beugen und wurde öffentlich bestraft. Die Vulgata des Osman, Ausdruck des Glaubens und zugleich Ausdruck der Macht, wurde von der muslimischen Tradition zum Gegenstand der Verehrung erhoben. In der Al-Hussein-Moschee in Kairo soll ein Koranexemplar, das Osman zugeschrieben wird, verwahrt sein. Hinter dieser Tür, die die Gläubigen küssen. Eine wahrhaftige Reliquie, die Ferit Heyder tatsächlich aus der Nähe ansehen darf. Eine absolute Ausnahme. Um ehrlich zu sein, ist das ein ganz großer Augenblick für mich. Ist das wirklich einer der Korane, die zu Osmans Zeit geschrieben wurden? Gott möge zufrieden sein mit ihm. Man ist sich jedenfalls einig, dass dieser Koran eine der sechs Abschriften ist, die Kalif Osman anfertigen ließ. Dürfen wir die Seiten ansehen? Im Namen Gottes, des so barmherzigen Gottes, des überaus barmherzigen Gottes. Es gibt keine Zeichensetzung und auch keine Vokale. Ohne Vokale und ohne Zeichensetzung ist es sehr schwierig, diese Sure zu lesen. Kann ich die letzte Seite sehen? Ist das hier die letzte? Das ist die Sure, die Menschen, nicht wahr? Ehre sei Gott, das ist wirklich unbeschreiblich, unglaublich, wenn man bedenkt, dass dieser Koran aus der Hand eines der erhabenen Gefährten stammt. Möge Gott zufrieden mit ihnen sein. Gibt es noch etwas, was man über diesen heiligen Koran wissen sollte? Dieser Koran wiegt 80 Kilogramm. 80 Kilo? Ganz schön schwer. Und wie viele Seiten hat er? 1087 Blätter. Wie viele? 1087. Ah, ja,
Also wirklich, er ist ganz ausgezeichnet erhalten. Er ist über 1400 Jahre alt, das ist wirklich sehr, sehr alt. Und trotzdem, Ehre sei Gott, man könnte meinen, dass er vor nicht einmal 100 Jahren geschrieben wurde. Gott ist groß. Das ist fantastisch. Gibt es Blutflecken darin? Ich weiß nicht auf welcher Seite, aber es gibt sie, auch wenn ich nicht weiß wo. Könnten das hier die Blutflecken sein? Sie existieren, aber sie sind verblasst. Sie sind also nicht sichtbar? Nein, kaum. Die muslimische Welt hat noch weitere Koranexemplare vorzuweisen, ebenso umfangreich und blutbefleckt. In Istanbul und im usbekischen Taschkent nämlich, um die bekanntesten zu nennen. Der muslimischen Tradition zufolge stammen sie aus der Zeit des Kalifen Osman, doch konnte keiner von ihnen datiert werden. Wissenschaftler sehen sie eher als spätere Abschriften aus dem 8. oder 9. Jahrhundert. Doch birgt die Legende um die Abschriften einen historisch belegten Kern. Die Herrschaft Osmans war eine einzige lange Krise. Nach 10 Jahren despotischer Herrschaft wurde er im Jahre 656 in seinem Palast in Medina ermordet. Laut Tradition umgeben von Koranen. Was die kalifischen Blutflecken auf den Blättern des Heiligen Textes erklärt. Die Aufständischen sollen Osman vorgeworfen haben, dass er seine Fassung des Korans mit Gewalt zur einzigen und offiziellen machte. Der Koran, das waren mehrere Bücher und du hast sie auf ein einziges reduziert. Eine direkte Anspielung auf die konkurrierenden Fassungen von Ali oder von Ibn Mas'ud, die auf Osmans Befehl vernichtet wurden. Ali, der die Nachfolge des Propheten aufgrund seiner Blutsbande zu Mohammed für sich beansprucht hatte, kam nun an die Macht. Doch seine Herrschaft währte nicht lange. Er wurde von dem jungen Statthalter Syriens abgesetzt, Muawiyah, der mit dem Kalifen Osman verwandt war. Nun wurde auch Ali ermordet. Muawiyah riss die Macht an sich und gründete im Jahre 661 die mächtige Dynastie der Umayyaden, eine sunnitische Dynastie, die nun von der neuen Hauptstadt Damaskus aus über das muslimische Reich herrschte. Knapp 30 Jahre nach dem Tod des Propheten Mohammed und kurz nach der Einführung einer ersten kanonischen Version des Heiligen Textes durch Osman begann für den Koran unter den Umayyaden das zweite Kapitel seiner Geschichte. Nachdem Medina als Hauptstadt von Damaskus abgelöst worden war, lag der Sitz der religiösen und politischen Macht des muslimischen Reiches nun in einem Landstrich, der problematischer war als zuvor Arabien. Zunächst musste man den schiitischen Aufständischen entgegentreten, die von Alis Sohn Hussein angeführt wurden. Dieser wurde im irakischen Karbala niedergemetzelt. Bei einer Schlacht wurde er von umayyadischen Soldaten enthauptet. Der Tradition zufolge soll der Kopf Husseins ausgerechnet in der Moschee der Umayyaden aufbewahrt sein. Eine Reliquie, die von den schiitischen Pilgern aus dem Iran zutiefst verehrt wird. Durch die Ermordung Husseins konnten die Umayyaden dem schiitischen Zweig zwar kein Ende bereiten, doch fädelten sie damit einen zukünftigen symbolträchtigen Sieg ein. Die Schiiten erkannten später die Vulgata des Osman als offiziellen Text des Korans an, den einzig gültigen für die gesamte muslimische Gemeinschaft. Eine weitere Herausforderung stellte Byzanz dar, dieses mächtige griechisch-orientalische Reich christlichen Glaubens, Nachfolger des Römischen Reiches. Durch ihre Eroberungszüge hatten die arabischen Muslime ihm bereits Syrien und Ägypten entrissen. Doch für den Kalifen Muawiyah stellte der Einfluss Byzanz auf den Mittelmeerraum ein Hindernis dar,
wollte er den Islam doch bis nach Afrika tragen, zum Tor nach Nordafrika. Im Jahr 670 schickt der Kalif einen seiner Generäle dorthin, der in Tunesien die Stadt Airouan gründete, das heutige Kairouan. Er machte sie zum Ausgangspunkt der Islamisierung des Maghreb, womit auch Osmans Koran Verbreitung fand. Der General ließ eine große Moschee errichten. Die jüngst bekehrten muslimischen Gläubigen versammelten sich darin um den einen und einzigen Koran Osmans. Zu den Abschriften, die die umayyadischen Truppen mitgebracht hatten, kamen im Lauf der Zeit jene hinzu, die die Kopisten vor Ort anfertigten. Auf diese Weise entstand eine der größten Koransammlungen des frühen Islam. Geblieben ist davon ein kostbarer Bestand an Fragmenten. Unter ihnen zwei historische Exemplare des Korans aus der umayyadischen Epoche. Inzwischen gelten diese alten Korane als Kulturerbe der Stadt, Zeugen der Geschichte Kairouans. Mit ihrer Analyse wurde kürzlich François Desroches betraut. Unter der Leitung des Experten für islamische Archäologie Dr. Murad Rama werden die kostbaren Pergamentfragmente der Korane mit größter Sorgfalt restauriert. Der Koran ist für die muslimische Gemeinschaft eines der kostbarsten Dinge. Im Herzen eines jeden Muslimen nimmt der Koran einen ganz speziellen Platz ein. Deshalb wird in mir beim Restaurieren eines Manuskripts, auf dem die Verse des Korans geschrieben stehen, ein zweiter Restaurator geweckt. Wenn ich an einer Handschrift arbeite, versuche ich, die Restaurierung so schön und so gut wie möglich zu gestalten, damit die Handschrift uns lange erhalten bleibt. Aber wenn ich eine Koran-Handschrift restauriere, überkommt mich ein Gefühl der Erfüllung, ein ganz unbeschreibliches Glück. Denn man trägt zu der Erhaltung einer Sache bei, die einen einzigartigen kulturellen und menschlichen Wert für den Islam hat. Der Duktus ähnelt dem ziemlich stark, den wir als Hijaz-Schrift kennen. Benannt nach der Region, in der die beiden heiligen Städte Mekka und Medina liegen. Auf welche Zeit würden Sie das Material datieren? Auf den Anfang des 8. Jahrhunderts. Ich denke, dass es aus der zweiten Phase der muslimischen Besiedlung Kairouans stammt. Oh ja, die Koransammlung in der großen Moschee von Kairouan könnte ganz sicher zur Islamisierung des Landes beigetragen haben. Man wollte, dass diese Handschrift lange erhalten bleibt. Das sieht man an diesen Seiten. Sie wurden überarbeitet, um sie besser lesbar zu machen. Ganz genau. Ich glaube nicht, dass die Handschriften aus der Sammlung in Kairouan
Abweichungen zu ihrer Vorlage der Osman-Vulgata aufweisen. Die Suren sind in der Reihenfolge angeordnet, wie wir sie heute kennen. Man hat den Eindruck, dass damals die Absicht bestand, viele Referenzabschriften zu verbreiten. Das hier ist wirklich etwas ganz anderes. Es ist wirklich überwältigend. Öffnet man eine Seite, bekommt man eine recht gute Vorstellung von der imposanten Größe dieses Manuskripts. In der Tat, imposant. Wir haben hier etwas über 250 Seiten, vermuten aber, dass diese Handschrift aus fast 500 Seiten bestand. Ja, das war ein ungeheuer dicker Band. Zwar ist er nicht genau zu Beginn des 8. Jahrhunderts entstanden, aber sicherlich in der ersten Hälfte. Das ist ein außergewöhnliches Zeugnis der Verbreitung des koranischen Textes und der Buchherstellung damals. Man darf nicht übersehen, dass zwischen den beiden Handschriften eine Art qualitativer Sprung liegt. Dieser feine Schwung. Wir haben es hier mit Zeichenexperten zu tun, mit versierten Buchmalern. Die Farben und Motive sind auch sehr vielfältig. Ja, dieses Pfeilmotiv ist außergewöhnlich, wie überhaupt die gesamte Verzierung, vor allem ihre Vielfalt. Man hat den Eindruck, jeder Sure steht ein individuell gestaltetes Band voran, ob das Motiv nun pflanzlich oder geometrisch ist. Noch heute ist dieses Manuskript aufgrund seiner Maße beeindruckend. Eben haben wir ein viel kleineres Exemplar gesehen. Vielleicht holen wir mal eine Seite. Man erkennt einen Unterschied in Wert und Gestaltungsmitteln. Das, glaube ich, ist eins der Kleinode der Sammlung. Mit eroberten Gebieten vom Mittelmeer bis kurz vor Zentralasien konnte der Islam seine Macht und seinen Einfluss gegenüber dem christlichen byzantinischen Reich behaupten. Er war zur dritten und letzten Offenbarungsreligion geworden. Allerdings musste dieser Macht noch entsprechender Ausdruck verliehen werden. Die Größe des Islam sollte an die Geschichte des Christentums anknüpfen. In die Tat umgesetzt wurde dies von Abd al-Malik, dem glorreichsten Kalifen der Umayyaden-Dynastie. Die Errichtung der ersten islamischen Bauwerke und die Reformierung des Korans waren die Pfeiler seiner Herrschaft, die im Jahre 685 begann. Dort, wo diese Moschee steht, erhob sich, bevor die Muslime die Region eroberten, eine kleine Kirche. Sie war Johannes dem Täufer geweiht, einer christlichen Figur, die auch im Koran Erwähnung findet, wo sie Yahya heißt. Der Gebetsraum wurde um sein Grab herum errichtet. Noch heute wird Yahya von den Muslimen verehrt. Dass Christen auf muslimischem Boden lebten, hat auch Ausdruck in der umayyadischen Ornamentik gefunden. Das ist in der großen Moschee von Damaskus noch zu beobachten, was François de Roche gerade macht, denn er sucht nach einer Verbindung zwischen der Architektur und der Buchmalerei in den Koranen aus der Epoche der Umayyaden.
Ein ganz besonderer, äußerst seltener Koran wurde 1972 in Sana'a entdeckt. Les décors vont être sans doute la façon la plus directe. An den Verzierungen lassen sich auf direktestem Weg die Veränderungen erkennen, die das Know-how der Christen oder Juden im muslimischen Reich mit den Wünschen der neuen Herren allmählich vereinigen. Christliche Handwerker und Künstler werden eingesetzt, manche sind vom byzantinischen Kaiser ausgeliehen. Die Verzierungen, die sie fertigen, sind natürlich von ihrer eigenen Kultur geprägt, andererseits aber auch an die Erfordernisse der muslimischen Welt angepasst. Adapté naturellement aux exigences particulières du monde musulman. Man kann präzise Parallelen zwischen diesen christlichen Mosaiken und den Verzierungen der Korane ziehen. In den Buchmalereien, die die Korane aus der umayyadischen Epoche zieren, könnte man unter Umständen durchaus Einflüsse dieser großartigen Bauwerke erkennen. Der Aufbau der großen Moschee von Damaskus ließe sich sehr wohl mit dieser Buchmalerei auf der rechten Seite des berühmten Fragments in Verbindung bringen, das vor einigen Jahren in Sana'a gefunden wurde. In einem Reich, in dem nicht-arabische Muslime nun die Mehrheit bildeten, musste das umayyadische Kalifat die muslimische Gemeinschaft vereinigen, für ihren Zusammenhalt, ihre Einheit sorgen. Und wie schon unter den vorhergehenden Kalifen bot sich der Koran als Instrument an, allerdings nicht mehr als die simple Gedächtnisstütze, die er in seiner rudimentären Schrift bislang dargestellt hatte. Der Umayyaden-Kalif Abd al-Malik hielt eine Überarbeitung der Vulgata des Osman für geboten. Das unzulängliche Konsonantengerüst ließ er durch eine äußerst präzise Zeichensetzung ergänzen. Unterscheidung ähnlicher Buchstaben, Verschriftung der Vokale, Hinweise zur Aussprache. So vervollständigt konnte der Korantext nicht mehr falsch gelesen oder widersprüchlich, wenn nicht gar kritisch ausgelegt werden. Kalif Abd al-Malik rief die muslimischen Massen dazu auf, nur mehr dem zu folgen, was er die einzige Fassung des Korans nannte, dem Koran Osmans, allerdings mit der inzwischen endgültig festgelegten Textform. Und wie es vor ihm bereits Kalif Osman getan hatte, ließ auch Abd al-Malik offizielle Abschriften in die Hauptstädte des Reiches bringen. Kaum ein Jahrhundert nach dem Hingang des Propheten Mohammed hat der Islam den beiden anderen Offenbarungsreligionen gleich sein eigenes Buch. Das Werk des Kalifen Osman und sein Streben nach einem einzigen, einigen Koran sind schließlich vollendet. Die Vulgata des Osman, von der muslimischen Tradition in Ehren gehalten, ist in der Welt von heute die einzige Referenz für den Korandruck. Doch die Geschichte der Ursprünge des Korans hat noch nicht all ihre Geheimnisse gelüftet. Eine Fotografiensammlung von unschätzbarem Wert ist kürzlich, nachdem man sie auf immer verschollen geglaubt hatte, wieder aufgetaucht. In den Jahren 1920 bis 1930 bereiste der deutsche Orientalist Gotthelf Bergstresser den Mittelmeerraum von der Türkei nach Marokko, besuchte Damaskus und Kairo und recherchierte in den größten Bibliotheken Europas auf der Suche nach Koranabschriften aus dem ersten Jahrhundert des Islam. Er fotografierte tausende von Koranseiten und begründete damit eine der reichsten Informationsquellen zur Geschichte des Korans. Von diesem Material ausgehend wollte Gotthelf Bergstresser, ganz in der Tradition der großen deutschen Orientalisten, seine Forschungen zur Geschichte koranischer Manuskripte betreiben. Doch sein Traum fand ein jähes Ende. Im Kriegsjahr 1944 wurde die Bayerische Akademie der Wissenschaften bombardiert und sein Fotografienarchiv für vernichtet erklärt. Tatsächlich war das Archiv Bergstressers absichtlich versteckt worden, aus Angst vielleicht, eine Analyse des Korans könnte sich in jenen Zeiten als zu heikel erweisen.
Seit seiner Wiederentdeckung im Jahr 2007 befindet es sich in der Obhut von Angelika Neuwirth. Die Professorin für Arabistik an der Freien Universität Berlin und ihre Forschungsgruppe beschäftigen sich im Rahmen des Projekts Corpus Koranicum mit dem Studium von Bergstressers Archiv. Für sie und ihr Team bedeutet dieses fotografische Material Jahre begeisterter Forschung und es verspricht für die europäische Wissenschaft genauso anregend zu sein wie die Entdeckung der Fragmente im jemenitischen Sana'a vor über 30 Jahren. Was werden sie entdecken? Welche Geheimnisse aus der Geschichte des Korans und damit der Frühzeit des Islam wird Bergstressers Archiv lüften? Für eine Antwort ist es noch zu früh, aber es besteht kein Zweifel, dass die Archive Bergstressers eine neue und außergewöhnliche Möglichkeit bieten, das Gebiet der Korananalyse zu erweitern. Mit einem Ansatz, der die wissenschaftliche und die muslimische Tradition in sich vereint. Wir versuchen immer die allerältesten Koranhandschriften zu transliterieren und zu untersuchen, weil die vielleicht relevanter sind und die sind näher zu der Zeit, als der Koran herabgesandt wurde. Ich finde, es ist interessant, dass die Muslime auch daran teilnehmen, damit sie erstens wissen, was hier geforscht wird und was für Herangehensweise gibt es und was man vom Koran hält sozusagen im Westen. Und zweitens, wenn die Muslime auch dabei sind in orientalistischen Studien, sie können vielleicht manche Meinungen, die total gegen den Islam und Koran sind und das alles als falsch und Fälschung. Und das macht wirklich Spaß, wenn man diese Koranhandschriften transliteriert. Man sieht, man liest zum Beispiel eine Sura, zum Beispiel habe ich Sura 20 3-4 Mal transliteriert und irgendwie ist mir diese Sura auswendig und ich bekomme ein Gefühl, wie die früheren Leute den Koran gelesen haben. Also ich denke, dass es sehr wichtig ist, Handschriften zu sammeln und auch zu untersuchen. Es ist auch für Muslime sehr wichtig, weil wir als Muslime natürlich davon ausgehen, wie es auch der Koran sagt, dass der Koran von Gott bewahrt wurde, aber mit natürlich den Mitteln, über die die Menschen verfügen. Mhm. Vielleicht noch eine Frage. Ich meine, wie fühlst du dich denn eigentlich als Muslime an solch einem Projekt dann teilzunehmen, was ja eigentlich von Orientalisten, das heißt von nicht muslimischen Wissenschaftlern geleitet wird und auch initiiert wurde. Also ich hatte nie ein Problem damit. Natürlich, wir haben ein anderes Gefühl für den Koran. Wir sehen es wirklich an einem heiligen Buch und wir sehen unsere Religion da drin. Das heißt, du siehst, du empfindest keinen Widerspruch. Ja, weil ich persönlich auch, also das, was ich bisher von diesem Projekt mitbekommen habe, empfinde auch nicht diesen Widerspruch, weil ich nämlich einfach sehe, dass diese Leute wirklich sehr objektiv und wissenschaftlich an die Sache herangehen. Und ich denke nicht, dass wir als Muslime Probleme haben sollten mit einer wissenschaftlichen Herangehensweise. Ja, genau. Weil ich denke, wir müssen auch einfach als Muslime die Kraft haben oder die Kraft aufbringen, uns vielleicht auch wissenschaftlich damit zu beschäftigen. Ja, auf jeden Fall. Um einfach auch zu zeigen, dass wir keine Angst haben. Ja. Weil wenn ich sage, ich möchte nicht wissenschaftlich an Sache herangehen, dann es reicht mir aus, dass ich glaube, dass das wirklich von Gott ist und dass es nicht verfälscht wurde, deutet auf eine gewisse Schwäche hin, meinem Glauben. Das heißt, ich habe Angst, da könnte etwas herauskommen, was uns Muslimen vielleicht und dem Islam nicht so gut tut, weil es halt vielleicht dem widerspricht, was wir glauben. Mhm. Aber ich mache mir da überhaupt keine Sorgen. Ja, und sowieso in Deutschland arbeiten immer Deutsche als Orientalisten. Ich finde, es ist auch wichtig, dass irgendwann auch die Muslime in Orientalistik vielleicht Fuß fassen. Ein bisschen, Genau. Eines unserer wichtigsten Ziele ist das Teilen unserer eigenen Erkenntnisse oder unserer eigenen Sichtweisen mit Muslimen über den Koran.
Wir hoffen natürlich auf die Dauer, dass wir etwas werben können für eine eigentlich überfällige Idee, die darin besteht, dass man die beiden Traditionen nebeneinander stellt und sie miteinander auch in der Lehre verbindet. Also wir brauchen im Grunde so ein Miteinander, was in einer globalen Welt eigentlich überfällig ist, von zwei Wissenstraditionen, die sich aneinander dann gewissermaßen abgleichen können. Also insofern wissen wir uns, wir sind mit den Muslimen in einem Boot und wir wollen natürlich auch auf gar keinen Fall unsere Koranforschung betreiben als eine, soll ich sagen, als ein akademisches Unternehmen, während es Millionen von Muslimen gibt, die neugierig sind und interessiert sind und die auch selber ein Wissen haben, das wir nicht besitzen. Aber eigentlich, wenn wir dem Koran wirklich nahe kommen wollen, brauchen wir natürlich die enge Zusammenarbeit mit muslimischen Gelehrten, ohne die es gar nicht geht. Nach einem kleinen, aber feinen Kurzfilm von François Truffaut erzählt gleich Gomorra-Autor Roberto Saviano aus seinem Leben. Und das findet fast ausschließlich im Geheimen statt. In Kürze erreichen wir unsere Sonderhaltestelle.